Legionärspeer, hast du schon einen? Anointed Mace, Longsword, Tribal Bonecraft Belt. Bin zwar sicher, dass wir schon was schon mal haben in unserer Rumpelkammer, aber wir gucken nochmal. Und das Sword of Nyx. Das Sword of Nyx. ...24 Schaden, also höhere Attack-Power. Accuracy ist gleich. Aber weder das Dexterity noch den anderen Bonus kriegen wir. Also ist das Sword of Nyx nur ein schönes Souvenir. So wie die Hallbird. Aber ich finde die Armory ist cool gemacht. Oh. Scroll. Belt Ritual of Defensive Stances. Dodge Skill greater than Champion Level required for Rogues. Okay. Man benötigt aber trotzdem immer noch das richtige Dings wahrscheinlich. Aber er könnte es ausprobieren. Ne, nicht rasten. Ist sonst noch was hier, was ich plündern könnte? Also den Stab brauche ich nicht. Hier habe ich schon alles rausgenommen. Also ist das hier auch mal erledigt. Da brauche ich immer noch den Altar of Light. Au. So. Runter ging's hier. Das Blöde ist, ich komme von hier nicht so leicht wieder dahin. Ich muss erst wieder durch diese blöden Feuerhallen. Durchlatschen. Falscher Weg. Falsch herum. Ich finde es lustig, wie hier im Gegensatz zum Original Mount Grimrock Dungeon die Industriebereiche über dem sag's mir. Industriebereiche über den Bereichen für den Tempel kommen. So. Nein, das war falsch. Ich muss, glaube ich, links rum an der Wand lang. Rechts rum. So nämlich. Das war nicht richtig. Das war richtig. Er hat schon wieder Hunger. Sie ist auch kurz davor. Aber so sind wir etwas... um ein bisschen Essen leichter geworden. Jetzt, da wir so viel haben. Und da wir ja schon wieder hier sind...
Waren das Skulls? Ja. Genau, Only Fighters and Rogues. Das heißt, dir bringt das gar nicht, weil du kein Fighter bist. Ja, ich habe hier die ganzen Sachen. Ja, ich habe hier sogar noch einen Gürtel. Und ich glaube nicht, dass das neue Rezept, was ich hier gefunden habe, The Ogre Fire Dance. Oh, den muss ich ausprobieren. Das ist garantiert in dem Feuerraum. Ich glaube, das mache ich dann gleich mal. Die beiden könnte ich, glaube ich, mal ablegen. Ja, hier sind Sachen drin. Hier ist die Grimorph Bomber. Bombcraft. Okay. Ich brauche einen Reptilschädel. Einen normalen Schädel. Oh, da ist sogar noch Zeug drin. Wieso ist hier noch Zeug drin? Das war nicht das Rezept. Skull, Cursebone, Skull. Nee. Crushing all with hammers and tough fists. Und das hier. Achso. Crystal Skull, Beasthorn, Beasthorn, Beastbone, Beastbone. Das müsste eigentlich gehen damit. Ja, ging sogar. Vitality plus 1. Aber was hatte ich noch hier? Genau, das hier. Hornskull, Lizardfang, Lizardfang, Scavenger-Tief, Scavenger-Tief, Beasthorn. Ob das so einfach klappt? Also, was habe ich gesagt? Horned und dann zweimal Lizardfang. Also ein Hornskull, dann zweimal Lizardfangs. Davon habe ich sogar zwei. Dann brauche ich... Ah ne, das war der falsche. Nein, das... Das hier. Schädel und dann ein Cursebone-Schädel und dann zwei Scavenger-Thieves. Also... Ich brauche zwei Cursebone-Schädel, ein Schädel... Schon mal hier rein. Schädel, Cursebone, Schädel. Das war das Richtige. Schädel, Cursebone, Schädel. Und dann unten rum genau dasselbe nochmal. Nur umgekehrt und in der Mitte zwei Scavenger Thieves.
The Grimoire grows in size to the components set by the equipped Bonecraft armor. Okay, das klappt dann schon mal nicht bei diesem hier. Weil Skull habe ich drin, ich habe Cursebone Skull, ich habe zwei Scavenger Thieves. Naja, okay. Das Ding ist leer. Hier ist noch Zeug drin. Wem habe ich eigentlich noch so ein Blatt Ding gegeben? Jetzt muss ich mal kurz gucken. Du bist Headhunter. Jo. Dann können wir ja mal kurz einen Blick drauf werfen. Du bist für Fighters und Dingsies. Du wärst für Mages. Da probieren wir es einfach mal hier. So, so. Zwei Scavenger Thieves. Ah, wo ist die Weste jetzt? Da müssen wir nämlich das Zeug wieder rausholen. So. Dann setzt das Ding mal auf. Nein. Okay. Dann holen wir alles mal wieder aus der Maske raus. Legen die Maske erstmal ab und setzen dir das Ding wieder auf. Schädel kommen rein, Schädel kommen rein. Das kommt woanders hin, das auch. Das kommt nämlich alles hier rein. In den Nicht-Schädelsack. So. Achso, und du kannst deine Rüstung bitte wieder anziehen. Das heißt, wir legen mal die beiden Säcke mit dem Zeug hier rüber. Du bist auch immer noch überladen, weil du den Grimoire-Sack hast. Mit den Anleitungen, so. Und dann haben wir hier noch mehr Bücher. Waffen, die uns nichts bringen. Der verfluchte Dolch. Die kann sie auch mal ablegen. Die brauchen wir nämlich auch nicht so unbedingt. Der Emerald, der kann zu dir mal. Für die ganzen Giftdinger bräuchte ich auch mal einen Sack. Eigentlich. Ich bräuchte auch mal einen Sack für die ganzen Flaschen, die ich übrig habe. Hier ist zum Beispiel ein Antidot, das du nicht mehr tragen kannst. Ach gut. Da, ein Sack für Flaschen eigentlich. So, einmal Licht bitte anmachen. Und dann gehen wir jetzt wieder nach unten. Und dann probieren wir den Ogerfeuertanz. Wo ist er denn? Perform Weekly at the Palace. Routine. Schritt nach vorne, warte. Schritt rechts, vorwärts, vorwärts, rechts, warte. Schritt nach vorne, links, links, warte.
Schritt links, vorwärts, rechts, warte. Vorwärts, vorwärts, vorwärts. Achso, vorwärts, warte. Schritt vorwärts, warte. Schritt rechts, warte einen Moment.